Hallo, das ist Friede, Freude, Smartphone, ein Smartphone-Kurs für Seniorinnen und Senioren. Wir machen hier den Samsung-Smartphone-Kurs und das hier ist ein Samsung A41. Heute machen wir weiter mit dem Telefonieren, also die App Telefon. Wie führen Sie ein Telefonat und wie nehmen Sie ein Telefonat an? Die App Telefon, die hat natürlich einen Telefonhörer auf dem App-Symbol und ich muss einmal hier kurz drauf tippen. Beim Tippen ist es wichtig, dass Sie nur kurz tippen und nicht lange drücken. Lange drücken ist für Ihr Smartphone ein anderer Befehl. Also einmal kurz hier auf die App Telefon getippt und das Programm startet. Und hier unten haben Sie jetzt ein Menü. Einmal Tastatur, Letzte, Kontakte und Orte. Wenn ich hier auf Tastatur tippe, dann bekomme ich die Tastatur. Ich tippe hier auf Letzte. Das hier ist meine Anrufliste, die ist jetzt natürlich noch leer. Das nächste ist Kontakte. Auch das ist noch leer. Ich habe ja noch keine Kontakte eingepflegt. Nur hier oben ist schon meine eigene Telefonnummer notiert. Das musste ich gar nicht machen. Das hat das Smartphone selber gemacht. Der letzte Punkt heißt Orte. Und hier könnten Sie nach Telefonnummern suchen. Das wollen wir aber heute nicht machen. Ich will Ihnen zeigen, wie Sie ein Telefonat führen, und zwar über die Tastatur. Ich weiß die Telefonnummer auswendig, ich muss sie hier also nur eintippen. Beim Smartphone müssen Sie die Vorwahl immer mitwählen. Ich wähle also hier meine Nummer. Wenn Sie sich vertippt haben, dann gibt es hier unten ein kleines X. Damit löschen Sie eine Zahl. Ich tippe die Nummer also ein. Und jetzt habe ich hier unten ein grünes Symbol. Farben sind beim Smartphone immer sehr wichtig. Und grün heißt immer, ich starte etwas. Rot heißt, ich beende etwas. Also mit diesem grünen Symbol starte ich natürlich mein Telefonat. Ich tippe hier drauf. Und jetzt klingelt es bei der anderen Person. Und die andere Person meldet sich. Und jetzt könnte ich mit der anderen Person reden. Hier gibt es ein paar Symbole. Und ich möchte Ihnen jetzt nur kurz die unteren drei Symbole erklären. Zum einen haben Sie hier das Symbol Lautsprecher. Wenn Sie da drauf tippen, dann wird das Telefonat über den Lautsprecher des Smartphones übertragen. Der ist hier unten. Daneben haben Sie die Taste Stumm. Das heißt, wenn ich hier drauf tippe, dann kann mein Gesprächspartner mich nicht mehr hören. Das dritte hier heißt Tasten. Und wenn ich hier drauf tippe, dann werden mir meine Tasten wieder eingeblendet. Um das Telefonat zu beenden, tippen Sie natürlich hier auf diesen roten Telefonhörer. Und damit ist das Telefonat beendet. So führe ich also ein Telefonat. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, was passiert, wenn ich angerufen werde. Und zwar, wenn das Handy gesperrt ist. Das heißt, ich tippe hier, das Handy ist im Standby-Modus und jetzt lasse ich mich einmal anrufen. Das Handy klingelt und jetzt habe ich hier zwei Symbole, ein rotes und ein grünes Symbol. Mit dem roten Symbol kann ich natürlich das Telefonat ablehnen. Mit dem grünen Symbol nehme ich das Telefonat an. Aber nicht vergessen, wir sind im Sperrbildschirm. Das heißt, Sie können jetzt hier nicht tippen. Sie müssen wischen oder ziehen. Ich mache es einmal. Ich ziehe also hier an dem grünen Hörer und damit nehme ich das Telefonat an. Jetzt lasse ich mich noch mehr anrufen. Diesmal hier aus meinem Startbildschirm heraus. Und auch hier, das Telefon klingelt wieder. Und es wird lauter, ich mache es hier mal leiser. Jetzt ziehe ich hier einmal an dem roten Symbol und damit habe ich das Telefonat abgelehnt. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine dritte Version, und zwar, wenn ich mich gerade in einem Programm befinde. Ich öffne einfach mal hier meine App-Galerie und jetzt lasse ich mich nochmal anrufen. Also ich bin gerade in einem Programm und jetzt klingelt es wieder. Ich mache den Ton kurz leiser. Und jetzt habe ich nur hier oben ein Fenster und jetzt muss ich nicht wischen oder ziehen. Jetzt kann ich tatsächlich tippen, um das Gespräch anzunehmen oder es abzulehnen. So führen Sie also Telefonate und so nehmen Sie Anrufe auf Ihrem Smartphone an. Falls Sie das Kursmaterial zu diesem Kurs bestellen wollen, einfach hier unten, da steht die E-Mail-Adresse und darüber können Sie das Kursmaterial bestellen. Nicht vergessen, mir den Daumen nach oben zu geben oder noch besser, diesen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.